Drei Methoden im Test, um fremde Apps auf deinem Fire TV Stick zu installieren. Wie zum Beispiel GeForce Now, Retro-Emulatoren oder Kodi. Wenn dich das interessiert, dann bleib mal besser hier dran und ich würde mal sagen, los geht's! Ja, Freunde, ihr wisst es, wir sind absolute Fire TV Stick Junkies. Dementsprechend haben wir eine riesen Playliste und ich glaube, das ist bald, glaube ich, das 20. Video zu diesem Thema mit verschiedensten Tipps. Wir haben schon eine Retro-Konsole aus dem Fire TV Stick gemacht, GeForce Now auf dem Fire TV Stick gespielt und ganz viele andere Sachen. Und genau dafür braucht man oft tatsächlich den ein oder anderen Trick, weil, sagen wir mal, Amazon nicht unbedingt gewollt hat, dass man in der Form den Fire TV Stick verwendet. Das bedeutet, dass wir bestimmte Apps brauchen, die halt nicht im klassischen Fire TV Stick Store verfügbar sind. Und es gibt halt drei verschiedene Methoden, zumindest so drei gängige Methoden, um diese Apps auf dem Fire TV Stick zu installieren. Wir haben tatsächlich mal alle ausprobiert und mal geschaut, wie das jetzt im Jahr 2022 ist. Da hat sich nämlich mittlerweile einiges getan. Amazon geht nämlich schon merklich gegen das Installieren von Apps, fremden Apps auf dem eigenen Stick vor. Wir haben es nochmal getestet und wir können euch genau sagen, welche die beste Methode ist. Ja, und starten wir mit der Old Classic Methode, dem Downloader. Der Downloader ist verfügbar im App Store, den kann man einfach runterladen, habt ihr drauf und damit lässt sich schon einiges machen. Im Grunde ist das Ganze wirklich erstmal ganz einfach. Schritt Nummer 1, geh auf Suchen, tippe Downloader ein und lad das Ganze runter. Schritt Nummer 2, erstmal die Einstellungen öffnen, dann auf mein Fire TV, dann in die Entwickleroption und dann auf unbekannte Apps installieren. Hier kannst du dann reingehen und dann extra dann den Downloader auf anstellen. Somit hast du jetzt die Möglichkeit, wirklich mit dem Downloader fremde Apps zu installieren. Jetzt gehst du erstmal auf den Downloader wieder zurück drauf und siehst jetzt erstmal diese jetzt nicht unbedingt aufpolierte und ansehnliche Oberfläche. Die Sache ist, du kommst mit dem Downloader nicht weit, wenn du nicht weißt, was du hier eingeben musst. Hier gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier quasi wie Art Webseiten, also eigentlich Server, bei denen man verschiedene Sachen runterladen kann. Dafür gibt es verschiedene URLs und verschiedene Codes. Wir haben jetzt zum Beispiel für Testzwecken diesen Code hier verwendet. Den könnt ihr auch selber mal eingeben. Und dann sieht man tatsächlich diese Bibliothek mit verschiedenen Apps. Da könnt ihr wirklich einfach draufklicken und der Fire TV Stick lädt dann die App einfach und unkompliziert runter. Nach dem Runterladen dann einfach auf Installieren drücken, die App installiert. Am Ende wird euch auch meistens nochmal gefragt, ob ihr die Installationsdatei löschen wollt. Da einfach auf Ja drücken, ihr habt trotzdem die App noch da, aber dann dafür dann weniger Müll auf eurem Fire TV Stick. Das Schöne ist übrigens bei diesen Fire TV Bibliotheken, die ihr hier eingeben könnt, sind übrigens auch noch ein paar Codes und URLs unten in der Videobeschreibung, dass es sich hier wirklich um Apps handelt, die für den Fire TV Stick zumindest größtenteils zugeschnitten sind. Es ist so, dass sehr viele Apps erstmal für den Fire TV Stick umgeschrieben werden müssen, umgearbeitet werden müssen, damit das Ganze auch so hier vernünftig funktioniert. Die zweite Methode ist Apps to Fire. Die haben wir zum Beispiel verwendet, als wir damals RetroArch auf dem Fire TV Stick installiert haben. Die Idee ist, dass man sich die Installationsdatei, die APK, auf sein Smartphone runterlädt und die dann von dem Smartphone auf den Fire TV Stick schickt. Ihr braucht also eine Webseite für APKs, haben wir auch unten mal verlinkt. Und dort könnt ihr euch die entsprechende APK runterladen und dann per IP-Adresse euer Smartphone mit eurem Fire TV Stick verbinden. Tatsächlich haben wir das Ganze ausgetestet und diesmal hat es wirklich nicht funktioniert. Eventuell ist Amazon mit bestimmten Einstellungen dagegen vorgegangen. Wir wissen es tatsächlich nicht genau. Ich habe jetzt einfach mal das Video, wo wir das Ganze mal gemacht haben, hier im i verlinkt. Gerne mal draufklicken, selber mal austesten. Wenn das bei euch funktioniert hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Oder wenn es nicht geklappt hat, dann auch gerne, um einfach mal einen Blick dazu zu haben, ob wir jetzt einfach nur irgendwie zu blöd waren oder es tatsächlich nicht mehr funktioniert. Ja, gerne dazu mehr. Auf jeden Fall gerade eine Option, die nicht so wirklich zu empfehlen ist, weil sie auch sehr, sehr selbst wenn es funktioniert, etwas friemlich ist. Kommen wir zur Option Nummer 3. Während Option Nummer 1 quasi auf dem Fire TV Stick selber funktioniert hat, Option Nummer 2 zusammen mit einem Smartphone ist jetzt Option Nummer 3 vor allen Dingen in Kombination mit einem Desktop-PC
sehr, sehr sinnvoll. Hier braucht man die App Explore File Manager. Das ist eine App, die man dann mit Dropbox zum Beispiel, mit Google Drive und anderen Cloud-Services verbinden kann. Wenn man dann in diesem Cloud-Service eine Datei reinpackt, kann man die dann über den Explore File Manager öffnen. Genauso wie beim Downloader ist es wichtig, dass man hier dann auch einstellt, dass man fremde Apps installieren kann. Und dann ist es tatsächlich wie bei einer eigenen Download-Bibliothek. Und so funktioniert das Ganze konkret. Geh erstmal in den File Explorer rein, dann navigiere auf das rechte Menü und geh auf Webspeicher. Hier kannst du dich dann mit deinem Cloud-Service deiner Wahl verbinden. Das heißt Google Drive, Dropbox oder was auch immer du halt eben benutzt. Im Test hatten wir tatsächlich ein paar Probleme mit Google Drive. Dropbox hat aber wirklich problemlos funktioniert. Genau wie bei Apps to Fire muss man sich hier die Installationsdatei einfach selber raussuchen. Hier gibt es aber auch wirklich sehr, sehr viele Seiten. Man muss aber auch wirklich immer darauf achten, dass es auch Dateien sind, die für den Fire TV Stick ausgelegt sind. Wir haben es wirklich mit ganz vielen verschiedenen Dateien probiert. Wirklich sehr wahnsinnigen Ideen. Roblox und Stadia wollten wir installieren. Das hat aber nicht so ganz, ganz prima funktioniert. Da muss man tatsächlich immer wieder ein bisschen Recherchearbeit reinstecken. Zusammengefasst muss ich sagen, wer jetzt wirklich so ein, zwei Dateien nur runterladen will, ganz genau weiß, was er braucht und wo er es findet, finde ich eigentlich die Downloader-Funktion am besten. Ist allerdings immer ein bisschen friemelig, man muss immer irgendwelche Wörter, Buchstaben eingeben in die Suche beim Fire TV Stick. Ist nicht so besonders komfortabel. Wenn man jetzt wirklich sehr viel rumexperimentieren will, finde ich eigentlich Variante 3 am besten. Hier kannst du einfach im Internet recherchieren, dir die Dateien raussuchen, einfach wirklich massenhaft in den Drive-Ordner reinballern und halt über den File Explorer öffnen. Das ist wirklich eigentlich eine super komfortable Funktion, aber man muss halt wirklich auch wissen, wo man die richtigen Apps findet. Wenn du selber gute Quellen findest für gute APKs, wo man gute Fire TV Stick Apps findet, dann schreib es gerne in die Kommentare rein und vielleicht können wir uns ein bisschen austauschen und vielleicht habt ihr sogar Vorschläge für weitere Videoideen, weitere Fire TV Stick Hacks und auch das würden wir sehr gerne unten in den Kommentaren lesen. Und natürlich, wenn wir dir weiterhelfen konnten, einen Daumen nach oben. Und bei Fragen, ja, gerne her damit. Die beantworten wir euch gerne. Ansonsten sehen wir uns hier in dieser Playlist hier mit den besten Fire TV Stick Tipps. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde, und tschaußen.